Publizieren im Internet ist fängt fürchterlich einfach. Man braucht einen Blog und eine Tastatur. Oder, wenn man es gerne multimedial hat, ein Aufnahmegerät, dann macht man Audio-Podcast. Oder, wenn man es noch spannender machen will, dann macht man Videopodcasts, wenn ich jetzt gerade direkt live von meinem Balkon. Das Problem ist in dem Moment natürlich immer, dass man einen technischen Aufwand muss betreiben. Man braucht eine Kamera, wahrscheinlich ein Stativ. Man sollte jemanden haben, der schaut, dass man dann auch hübsch inszeniert wird in diesem Video. Und das ist alles ein bisschen aufwendig und das mögen die Podcaster nicht so. Die haben es lieber unkompliziert und einfach. Und zum Glück kommt man da jetzt seit kurzem Canon zu Hilfe. Die haben ein neues Gerät, ein Gadget für Videopodcasts. Ich brauche es jetzt da gerade, das heisst Legria. Es ist so klein, dass man es in seinen Hosensack nehmen und mit sich umschleppen an den Aufnahmeort. Und es hat vor allem ein spezielles Feature. Das Bildschirm kann man nämlich drehen. Man sieht sich also selber. Man ist währenddem man redet, seinen eigenen Kameramann und seinen Regisseur und kann dann schauen, dass man hübsch rüberkommt, wenn man währenddem hoffentlich etwas Vernünftiges zu sagen hat. Ich teste das jetzt gerade mal, das Gadget mit sich selber so quasi. Und das Witzige, was euch sofort auffällt, ist, es hat so eine Fischaugenlinse. Man hat so fast 180 Grad, wo man sieht. Und darum seht ihr jetzt eben nicht nur mich, sondern auch meinen Balkon und einen schönen Herbstmorgen hier zu Winterthur. Die Aufnahmevorbereitungen sind schnell getroffen. Man muss eigentlich nur das Ständerli ausklappen. Das bleibt in dieser Position. Das heisst, man kann es auch schön so sich anbeugen, dass die Linse schön auf einem zeigt. Dann muss man auch das Display noch ausrichten. So, jetzt sind wir, glaube ich, schon aufnahmebereit. Beim Gerät haben wir auf der einen Seite eine Klappe. Da ist Speicherkarte drunter, der USB-Anschluss. Hinten hat es noch eine Klappe, selbstverständlich für den Akku. Auf der anderen Seite hat es nochmal so eine Klappe. Da ist der Anschluss für HDMI drunter und nebendran die Stromversorgung. Rechts davon der Ein- und Ausschaltknopf, links der für die Wiedergabe. Hinten da der Akku, vorne hat man neben der Linse ein Stereomikrofon. Werfen wir einen Blick aufs Display und aufs Menü. Das Menü steuert man per Touch-Bedienung, wie man hier sieht. Schauen wir mal die Einstellungen an. Unter anderem Fernbedienung, Streaming kann man machen, Selbstauslöser. Man kann das Display drehen. Automatikmodus ist natürlich nie verkehrt. Audioszene heisst, man nimmt nur Ton auf. Und da finden wir jetzt die Filmqualität. Die ist noch interessant. Man kann in Full HD aufnehmen. Ich habe jetzt hier die Einstellung, die unterste genommen, Longplay. Die nimmt in 1280 auf 720 Pixel auf, was für meine Zwecke völlig langt. Stichwort Streaming ist gefallen. Per WLAN, wo eingebaut ist im Legria, kann ich Live-Bilder an mein iPhone schicken. Camera Access App nimmt das entgegen. Es gibt die auch für Android. Das funktioniert tiptop und ich sehe das Bild vom Legria dann auch an meinem Smartphone. Ich kann das hier aufnehmen und weiterverwenden. Eine der lustigen Funktionen ist zum Beispiel Zeitraffer, den ich hier gerade vorführe im Büro beim Dagi. Leider kann die da nur bis 4-fach Beschleunigung. Lustiger wäre natürlich 10, 20, 50-fache Beschleunigung. Aber da macht man dann gescheiter einfach Fotos und montiert die zum Zeitraffer zusammen. Und als Fazit da in dem Gästetagebuch, was kann man sagen? Also über Bildqualität muss man, glaube ich, nicht motzen. Ob einem die Fischaugenästhetik gefällt, das ist Geschmackssache. Wenn nicht, dann ist das Gadget nichts. Und ich glaube, wichtig ist tatsächlich auch, dass man Lust hat, sich selber zu filmen, in die Kamera einzureden, so wie ich jetzt das mache. Wenn man das nicht möchte, dann ist man mit einer GoPro, mit einer Spiegelreflexkamera, die kann filmen, mit irgendeinem Gadget, wo Bilder einfängt, wahrscheinlich besser bedient, weil es ist tatsächlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, gewöhnungsbedürftig, sich selber beim Reden zuzuschauen. Aber vielleicht entdeckt ihr, anders als ich jetzt, dass ihr wirklich ein Talent dafür habt.